Hallo, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Pixelmon. Gerade sind wir hier gestorben, haben aber diesen Raid-Kampf gegen das Gardini gewonnen. Und sind jetzt in diesem Sumpf hier. Und habe ich entschieden, dass ich, bevor ich übers Meer fahre, bevor ich das Wasser überquere, dass ich mir den Sumpf hier mal ein bisschen anschauen werde. Und ich brauche dann gleich eh mal kurz ein bisschen Holz her. Ein paar Boote. So. Holz sollten reichen. Mal gucken, ob es hier in unserem Sumpf irgendwas Interessantes gibt, was wir kriegen können. Wir haben einen Giveaway, das ist eigentlich ein ganz cooler Gegner von Bad Piedorf. So ein Krebsgott ist ein cooles Pokémon, ja, aber sehe ich nicht in unserem Team. So, in diesem, wie gesagt, im letzten Part haben wir angefangen, ein bisschen auf Erkundung zu gehen. In diesem Part setzen wir das Ganze jetzt mal fort. Okay, so ein Geisterturm, auch noch schön, aber den lassen wir tatsächlich mal links liegen.
Ja, Bucky gemeint wird uns jetzt auch eh nochmal ein paar Mal das Ganze retten hier im Let's Play. So. Ein neues Biom. Zwei Birkenbiom diesmal. Tatsächlich suche ich eigentlich nur nach einem Ort, wo ein Evoli spawnt, weil Evoli möchte ich gerne als sechstes Teammitglied haben. Evoli oder Drachen-Pokémon wäre ich auch vollkommen zufrieden mit. Okay. Den Jungle auf, versuchen wir dann mal zu fangen, ja. Und das bewerfen wir mal. Und wir haben Drachen-Pokémon. Das ist mehr als ich erwartet habe. Das haben wir erstmal so sechstes Teammitglied. Dann mal gucken wir uns doch mal das gute Stück an. Rutschwitz mit Drachen und Kampf-Pokémon. Dragon-Tail, Headbutt, Skeleton und Protect. Okay. Das beste Moveset, aber auch nicht das schlechte, aber es könnte schlechter sein. Ja. Würde ich sagen, haben wir unser sechstes Pokémon. Random Wasser mal, glaube ich, nochmal mit, weil. Klingt dabei, glaube ich, viel zu schnell. Nein, wir kämpfen nicht gegen Level 32er Trainer. Danke. Vorne ist noch mal ein Dorf. Vielleicht ist es diesmal dort eine Arena. Sieht aber wieder nicht so aus.
Aber da erinnern wir echt kein Glück irgendwie, ne? Bin aber kein einziger Arena. Was sind drin? Ja, die Äpfel nehmen wir mit. Spitzhacke nehme ich auch mal mit. Warum? Nicht das beste, der beste Loot für einen Loot-Schmiede, aber hey, besser als gar kein Loot. Daher, ich muss schon mal nicht. Ich muss wahrscheinlich wissen, aber dass ich schon wieder im Dorf bin ohne Arena. Erstmal kann ich erwarten, dass man in jedem Dorf auf eine Arena trifft. Ich wäre aber froh, wenn ich mal überhaupt auf eine Arena treffen würde. In einem Dorf. Aber auch hier sind sie mal Waypoint. Dran. Technisch gesehen doch 4, aber egal. Aber ich habe noch ein bisschen mehr erhofft. So, wir verzichten jetzt mal. Wie weiß ich mal, dass ich mal eine Arena finde hier? Es gibt keine Arena, aber macht ja keinen Sinn. Warum sollte man eine Arena abschaffen? Meine Meinung dazu. Vor allem Arenen gehören zu Pixelmon, genau wie Arenen und zu Pokémon gehören. Oder würde ich sagen, mache ich ja mal ein Boot und haben wir mal was Wasser. Die Crafting-Bench lasse ich mal da stehen. Wir können es jetzt halt neu machen.
Also versuchen wir ein neues Django einzusetzen. Wir sind aber immer noch vor See und muss ja alles finden. Machen wir was Gutes. Dann geht es ja ins Dorf zurück. Wir hier mal abdrehen in der Richtung. Und dann vorne schon das auch schon wieder So, versuchen wir natürlich, das Montags ja auch mal zu besiegen. So.
Ja, Pedoff entwickelt sich auch dein Game weiter mit. Das ist gut, das ist sehr gut. Dann haben wir einen Tranquil. Würde sagen, es ist Zeit, in Game Mode zu gehen und uns Shulker Boxen zu geben. Dann die erste Shulker Box. Wunderbar. Und da würde ich sagen, packe ich jetzt erstmal all den unnötigen Kram rein, den wir haben. Das war einer Schalker Box. Er wird dich auch nur entschieden, wenn es nötig ist. Wir werden die TR Liquidation bekommen. Das ist an sich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Wir haben, glaube ich, aber das ist kein Punkt, was die Attacke lernen kann. Nur so zum jetzigen Zeitpunkt. Hat sich der Raid irgendwie gelohnt. Und das ist ein Pumpfarm-Raid. Wir haben zwar schon Pumpfarm, aber ich sag mal, komm, wir machen mit. Fahren kann es ja nicht. Ja, dann bekommen wir von Pumpfarm, von unserer Pumpfarm-Büro eine neue Attacke. Wir fangen das Pokémon jetzt mal nicht, aber hat schon alle Pokémon auf mindestens Level 20, das ist eigentlich besser als ich dachte. Jamboard Level 30, hat noch fast Level 30, aber hey, ist aber, wir haben es aber auf Level 29 gefangen. Ich sage mal, je mehr wir haben, desto besser. Und das ist das vierte Dorf und das vierte Dorf ohne eine Arena. Kommt mir das schon komisch vor, aber hey, wahrscheinlich nicht darüber ein Dorf zu finden. Weil hier wieder eine Schmiede ist und vielleicht kriegen wir was Brauchbares hiervon. Sun Plate, eine Draco, eine Draco Plate, okay. Und eine, Gott, warte, okay. Scheint halt unsere, okay.
Und wir haben schon lecken wie ausgedient. Aber hey, wir beiden die trotzdem mal. Beim trotzdem mal beide. Den Rest lassen wir mal drinnen. So. Da seht ihr an, das reicht aber auch schon fast für ein Enchantment Table. Der im Grunde auch eines unserer Ziele in diesem Let's Play ist. Fehlt uns eigentlich nur ein einziger Enchantment Table, dann haben wir eigentlich alles. Ein einziges Buch. So, die Dragonflight würde ich tatsächlich erstmal hier Jungmo geben. Die Subplate gebe ich jetzt Vati, um ihre Elektroattacken bzw. Drachenattacken zu verstärken. Dann sind wir auch für diesen Part schon durch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part gehen, setzen wir unsere Erkundungen fort. Finden wir wieder in meiner Arena. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Falke.